treffen. Das ist für Safi. Das kann man wahrscheinlich da irgendwo stehen lassen. Das hier ist, keine Ahnung. So, achso. Doch, geht. Geht, geht, geht. Mission, Mission. Achso, habe ich schon. Hab ich schon anmontiert. Heieiei. Also hier hinten machen wir nur Glas. Damit das da mal vorankommt. Was brauche ich jetzt noch? Wollte ich irgendwas noch bauen? Grill könnte ich eigentlich bauen. Das heißt, ich brauche Kupfer. Kupfer brauche ich. Dann machen wir hier Kupfer. Kupferrohr kann ich nur hier machen, oder? Ne, wo war das? War noch ein Talisman. Einmal. Und die Muschelkette. Ah, da brauche ich ein Seil dafür. Ja, genau. Und da war was. Wo waren denn die Kupferrohre? Holzdielen habe ich nur 10. Das ist nicht viel. Ah, Hartholz habe ich nicht mehr so viel. Da muss ich Bäume hacken. Hier war's. Fertigen. 1, 2, 3. Gut. Und hier. Dessen da zurück. Das. Rein. So. Gut. So, das Oma ist garantiert nicht in der Kirche. Die ist ja bei ihren Tieren. Da oben läuft sie. Immer so querfeldein durch die gute Ernte rennen. Das mag der Bauer ganz sicher gerne. Das ist mal ein schöner Wassertank. Du bist sehr geschickt. Hier hast du die Kürbistorte. Merci. Wer mag denn bitte schön Kürbistorte? Wer hätte gern Kürbistorte? Ach nee, warte mal, die hat ja Geburtstag. Warte. Emily liebt mein hausgemachtes Essen. Vielleicht kommst du mal zum Abendessen vorbei. Das wäre eine Idee. Oder ich übe dir jetzt erstmal hier was. Danke, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Es gefällt mir wirklich sehr. Freut mich. Sehr schön. Ach Gott, hier ist so Pipischer. Oh, Entchen. Süße kleine Entchen. Wundern. Ist so. Na du, einfach mal unterhalten. Dr. Xu stellt mir immer so viele Fragen, zum Beispiel, wie hast du sprechen gelernt und was isst du oder wo kommt dieser blaue Fleck her? Okay.
mal beten, dass das so bleibt. Ja, 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 ja. So. Jupp. Angeln, regeln. Jupp. Oh. Ah ne, das war... Ich wollte gerade sagen. Russo sagt mal was anderes, außer Gail. Bitte, ich bin in Eile, etwas zu essen für Fräulein Ginger zu kaufen. Guten Tag. Der klaut hier wieder die Obladen zusammen, oder was? Hallo, Phyllis. Und du? Der Frühling ist eine wunderbare Jahreszeit. Überall sind hübsche Blumen. Sie lassen sich beinahe mit meiner Schönheit vergleichen. Ja, ich muss dich doch vielleicht ein bisschen näher kennenlernen, um zu wissen, ob das ein ganz komischer Humor ist, oder? Tobi ist ein Unruhestifter, kein Zweifel. Aber er ist auch kreativ und optimistisch. Ich glaube, aus ihm wird was Großes werden. Ja, irgendeiner ist ja immer der Unruhestifter. Da kannst du gar nichts für. So ein Lehrer erwartet das, ne? Und dann wird halt derjenige genommen, der einmal auffällt und der hat dann für immer einen Ruf weg. Ich frage mich, wo Molly heute hingeht. Wo immer sie hingeht, ich folge ihr. Okay. Und Molly, wo geh ich denn hin? Unser Vater hat Dolly und mir letztens einen Regenbogen-Eiscreme gespendiert. Die war unglaublich. Psst, darf das nicht. Mama darf das nicht erfahren. Sie will nicht, dass wir so viel Süßes essen. Oh, das ist, den Kindern schon mal ein Geheimnis beibringen, ist nicht so. Die lernen dann dumme Dinge draus, dass man Eltern gegeneinander ausspielen kann. Ein gutes Buch wäre schön. Kannst du eins empfehlen? Ich weiß nicht, wenn ich dir so ein Buch über Technik schenke und deine Familie geht in die Kirche und die Kirche ist gegen Technik. Ich weiß nicht. Es könnte bitter werden. Die Mädchen haben uns gestern Abend Essen gekocht. Sie haben ihr Bestes gegeben, aber es war nicht essbar. Ja, Gummibärchen, Lakritze, Pizza ist halt eine Sache für sich, ne? Meine kleinen Mädchen sind mein Ein und Alles. Ich hoffe, dass sie vernünftige Erwachsene werden. Ja, vernünftig. Vernünftig ist gut. Spaß haben dabei ist nochmal genauso viel wert. Die Handelsgilde ist immer geschäftig, aber ich fühle mich, als würde ich zur Telesis der Welt beitragen. Telesis, das ist so Utopia, ne? So das Beste, was passieren kann wahrscheinlich, ne? So wie ich das verstehe. Ich habe an meinem Roman gearbeitet und er nimmt langsam Form an. Mhm. Ja, das mit der Form sollte eigentlich vorher schon klar sein, oder? Ich meine, bevor du so einen Roman ins Blaue schreibst, solltest du eigentlich vorher schon... Die letzte Seite sollte eigentlich vorher schon klar sein, so wie ich das verstanden habe. Freundin Lucy hat uns heute Nacht so viele Hausaufgaben aufgegeben. Du hast samstags keine Schule, hättest du gestern machen können. Ne? Ne? So, grüß dich, Claudia. Jetzt ist Frühling. Kannst du es riechen? Der Geruch von Erholung, Wiedergeburt und Verjüngung. Ah, okay. Jo. Alles klar. So, ich habe hier ein paar Discs dabei. Discs. Was haben wir denn hier? Ist das alles so für Frühling? Alle Jahreszeit. Sehr schön. Aprikosensamen. Die Kinder stehen auf Aprikosen. Das ist dann gar nicht mal so doof. Davon eins, das wäre gar nicht mal so blöd. Salpeterbaumsamen. Hä? Okay. So, wenn ich es nicht habe, habe ich es nicht, dann will ich es. Ziolora-Baumsamen. Großer Pflanzke. Achso, warte. Kleiner okay. Wäre jetzt gar nicht so dringend gewesen, ne? Was ist das? Christella-Baumsamen. Aha. Ja gut, ich vertreibe es jetzt nicht. Bewässerungsturm? Witzig. Sowas haben die. Ja gut, ich meine, es fängt ja nur Wasser auf, oder? Also es gibt gute Technologie und böse Technologie.
Wie habe ich das jetzt richtig verstanden? Gut. Dann gehe ich jetzt mal ins Forschungszentrum. Ich diene ja zwei Herren hier, ne? Dem Wissen und dem Glauben. Dem Wissen und dem Vertrauen. So könnte man es eigentlich besser formulieren, oder? Das Holz noch dabei, ich dussel. Naja. Hätte ich meinen Grill doch eigentlich schon fertig haben können, oder? Wer rennt denn da? Wer war das? Hey Claudi, hast du etwas Neues entdeckt? Ja. Ja, habe ich. Ich habe diese komischen Linsen in den Ruinen gefunden. Weißt du, was davon. Weißt du, was das ist? Oh, das ist ja nett. Gefärbte Gläser. Das sind keine gewöhnlichen Linsen, so viel ist sicher. Hey Merlin, schau dir das mal an. Was haben wir denn hier? Interessant. Das schaue ich mir an. Du kannst morgen wiederkommen. Hier gucken. Ja, nicht auf die Maschinen drauf. Und zwar, das kann ich jetzt zusammenklöppeln. Einmal. Gegenstand erhalten. Wasserbehälter aus Porzellan. Mit ein bisschen angeditscht. Denkmalmodell. Das war's, ne? Da ist es. Da die Füße, die fehlen mir noch. Okay, alte Sprechanlage, da fehlt mir auch noch. Ah, die Wählscheibe und sowas, ne? Ja, die Wählscheibe fehlt mir. Das ist. Ah, das Glas fehlt mir auch noch. Das sieht ja totaler Mist aus, das da, ne? Wenn das Glas durchsichtig wäre, wäre es cool, aber ansonsten. Pff. Das Ding, da fehlt mir das Männlein, die Öhrchen habe ich, da fehlt mir das Mittelteil. Oder fordert? Ja, irgendein Teil hat. Und hier fehlt. Ich glaube, das obere fehlt mir. Weiß nicht so genau. Sieht so ähnlich aus wie die. Dingenskirchensbummens. Das Teflon. Telefon. Ein exotischer Gegenstand aus der alten Welt, hergestellt aus gebranntem Ton. Es gibt drei Angriff. Okay. Großrelikt kann im Museum platziert werden. Aha. Sehr schön. Habe ich zwar noch nicht Museum, aber das macht gar nichts. Wir sind ja gut im Bunkern. So, wir wollen hier nochmal irgendwo so ein Gerät. War da irgendwo noch ein Gerät zum Anditschen oder so? Okay, Gerät nicht, aber zum Dinge tauschen. So, was sind das? Trainingspuppe. Okay. Ich habe ja genug Waffenstände. Chipset. Na gut, okay, so wichtig ist das jetzt noch nicht. Das wäre halt interessant, wenn ich es mir merken würde. Was ich wahrscheinlich nicht tun werde, so wie ich mich kenne. Obwohl, ich habe gesehen, dass bei der Kirche, da ist es so, dass die Silikonchips für irgendwas brauchen. Und da war mir schon klar, dass die Silikonchips, glaube ich, nur hier gibt. Also die kommen schon irgendwie an ihre Silikonchips ran, ne? Ohne das Forschungszentrum zu betreten, sozusagen. So, steht das jetzt hier drin? Nee, die Seite wird nicht mehr. Ist das dann hier drin?
drin irgendwie, da mit dem. Holla, was ist das denn hier? Giftige Knöchel. Oh Gottchen. Meine Güte. So, ist das Waffenständer? Müsste doch eigentlich auch hier. Obwohl, der Wassertank. Nee, der Wassertank ist ja was Großes. Waffenständer. Wenn das Ganze hier alphabetisch wäre, wäre das natürlich geil. Meine Gerätschaften angucken, ob da irgendwas Neues dazugekommen ist. Ach, dir kann ich ja dann hier den Fisch verkaufen, oder wie? Steht da irgendwie, wann du offen hast? Marktpreis 87%. Ach, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Du hast verschiedene Prozente anscheinend, ne? Ich habe mich verwechselt mit dem Vater hier von der Kiddies. Miau, miau. Süß. Sehr süß. So, was wollte ich denn eigentlich noch machen? Da hinten ist das Bärli. Na komm, ich bin ja gerade da. Kann ich auch mit Bärli noch ein bisschen quatschen. Möchtest du eine Kürbistorte? Doch, Beziehungs plus eins. Also er hat sie gemocht. Gut. Einwandfrei. Ich hab das Ding los. Wetten, dass das demnächst jemand verlangt? Huch. Ah, okay, ich wollte noch ein bisschen hocken, hocken, hocken. Brauche hier noch ein bisschen Hartholz. Ups, müsste. So. Junger Mann, bleiben Sie da stehen. Nicht zu nahe kommen, dass ich aus Versehen hau oder so. Das wäre gerade sehr unpraktisch. Ich nehme dir ein bisschen den Schatten. Sorry. Hast ja noch die großen Elche hier. Das geht schon. Stellen Sie sich nicht so an. Bleibt da eh nichts anderes übrig, ne? Meine Argumente sind geschmiedete Handwerkerkunst. Der liegt so in der Natur. Der Stärkere hat das Sagen. Und das bin ich mit meiner Axt. Über die Klinge springen. So, da ist auch fertig. Sehr schön. Da ist fertig. Da ist fertig. Auftanken. Immer noch Glas. Auftanken. Jetzt eigentlich alles einsortieren, oder? Jo. Jut, 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 jut. Hier noch Zeugs reinschmeißen. Was war das hier? Das brauche ich hier noch. Ach, ich hätte doch. Das Ding hätte ich und das Ding hätte ich doch Zeugs genug.
das Zeug da hat ja irgendwas immer drin, ne? Ja, Federn zum Beispiel. Wo schmeiße ich die Feder? Hier, die schmeiße ich da rein. Habe ich da noch Platz? Nee, habe ich nicht. Holz 10. Normales Holz, oder? Ist man keine Bretter oder so? Das bleibt mal kurz stehen. Das raus. Kann ich hier irgendwas umsortieren? Nee, nicht wirklich, ne? Wie gesagt, ich kann nur die ganze Zeit Glas produzieren, um der Hoffnung, ich den Kram. Das ist fürs Museum. Wie war das? Kann ich das? Ja, das kann ich ins Haus stellen. Das könnte ich eigentlich auf den Tisch stellen, ne? So. Das hier. Das dauert ja noch eine Weile. Obwohl, ich kann Phyllis, könnte ich ja eigentlich jetzt schon irgendwas schenken, ne? Jo. Ist ja jetzt nicht so schwierig, das Ding dazu zu bauen. Absolut nicht schwierig. Und das Zeug ist großer Pflanztopf. Großer Pflanztopf kann ich noch nicht machen, gut. Hat sich das auch schon mal erledigt. Stellen, oder? Nee. Eine CD könnte ich draufstellen, ja, ganz toll. Ach Gottchen, ist ja gewundert, dass das nicht Platz hat. Was zum Geier? Du meine Güte. Ja, eben haben die Augen richtig gut ausgesehen. Fast schon. Ja, das ist ein schönes Braun. Habe ich doch richtig gut hingekriegt. So. Was mache ich denn jetzt? Zu der Handelsgilde. Die wird jetzt nicht aufhaben. Ist da schon. Ist da schon fertig? Ah, nee, bis zum nächsten Tag. So. Da ein bisschen was rausnehmen. Da ein bisschen was rausnehmen. Ein bisschen nachschöppen. Ich wollte nachgucken. Ja, hier ist was Neues dazugekommen. Waffenständer. Okay, kann ich nicht machen. Verbundsbrett. Verbundbrett. Verbundsbrett. Die Honigsachen wären kein Problem. Stahlplotter, ach Gottchen. Und Seil natürlich. Achso, warte mal, ich habe ja noch den Grill. Den muss ich ja hoffentlich nach draußen stellen, oder? Kann im Museum platziert werden. Ah, okay. Ich kann aber auch selber. So.
Gehe mal davon aus, dass ich da nichts dabei haben muss, oder? Holz, auftanken, schön. Okay, ich habe anscheinend je nach Rezept. Oh, Salz brauche ich. Gibt's nur im Bauernladen? Ah, das ist ja spannend. Brauche ich viel Fleisch und hier brauche ich nur ein Fisch. Okay. Alles klar. Demnächst Salz kaufen. Apropos, wie viel Geld habe ich denn? 900 Quetsch. Was wollte ich jetzt noch machen? Da mit dem Textil, um das Seil zu bekommen. Das ist das Einzige, was mir noch fehlt, oder? Na gut, Töfter fällt ja aber. Genau. Was mache ich denn eigentlich damit? Einfacher Wassertank, wie man ihn überall findet, um Wasser zu sparen. Nicht vergessen, wasserfeste Farbe benutzen. Für was brauche ich denn bitte schön Wasser? Für die Textilmaschine vielleicht? Benutzt die Wasser? Oder hat das Töff-Töff irgendwie einen Wasserstoffantrieb? Brauche ich hier Wasser für? Was hätte ich denn da alles? Das ist die Marmordiele und Bronzerohr bräuchte ich. Das käme ich sogar hin, oder? Vier Bronzebarren habe ich bestimmt. Marmordiele kriege ich nicht auch hin. Da braucht es gar nicht so viel. Warum braucht es da nicht so viel? Das ist mir jetzt ein bisschen suspekt, ehrlich gesagt. War das hier mit den... Ja, hier. Kupfer. Waren das drei oder vier? Bronzerohr, nur zwei. Ja, ist schön, wenn man voll Überblick hat und so, ne? Wenn man sich von einem Augenblick auf den nächsten so wahnsinnig viel merken kann, das ist unfassbar praktisch. Ah, schlimm. Schlimm. Das sind die Dielen, die da vor sich hin dielen. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen Hartholz besorgen gehen. Großen Bäumen. Eigentlich wäre es sinnvoller, wenn ich vorher mal da dran tappe, bevor ich 1, 2, 3, 6, 7. Ah, doch nicht. Ich dachte, bei 10 ist Schluss. Ah, jetzt. Gibt es auch irgendwie anderes Loot, wenn ich nur gegen den kleinen Baumstumpf trete? Nur weil der Baum noch nicht fertig weg war, sozusagen.
Ausdauer. Da geht noch was. Dann morgen habe ich genug zu tun, indem ich zur Gilde gehe, für die Brücke zu melden, falls es noch keiner bemerkt hat, dass die Füße plötzlich trocken waren, als sie über den Fluss gingen. So, und dann noch ins Forschungszentrum, mein Kram da noch machen, beziehungsweise die hat ja die Brillengläser hat die ja zur Inspektion. Muss die sich jetzt genau angucken. So, einmal auftanken. Immer noch mehr. Muss mit dem hier auftanken. Das lasse ich jetzt machen und dann Bronzebarren will ich sagen. Ich jetzt nicht gebraucht. Hier, wie gesagt, der Sand muss verarbeitet werden. Der muss husch, der muss wäsch. Das da weiß ich auch noch nicht, was ich mit anfangen soll. Was haben wir hier nochmal drin? So ein Futtergedöns, womit ich eigentlich mich stärken soll, wenn ich es denn täte. Täte. Das kann ich Phyllis schenken, wollte ich machen. Das da ist Futter. Ham ham. Das ist bis morgen fertig. Nee. Ja, wenn ich aufstehe halt. Das war das mit der Marmor. Nee. Was war's nochmal? Was fehlt da? Zwei Bronzerohre fehlen. Ich habe aber nur eine, oder? Jo, eine. Das war hier. Wieso hatte ich das nicht in einem Aufwasch gemacht? Ach so, da hatte ich bestimmt nur gesehen, dass drei maximal möglich wären. Hab's mal wieder nicht richtig geklickt. Gut, dann ist das für morgen früh geplant. Beziehungsweise nächste Woche, weil ich mache jetzt Schluss. Obwohl, mache ich Schluss? Das ist das Zeug, das sehe ich dann gleich, wenn ich morgen fertig mache. Bäb. Hör mal. Und doch nochmal gucken, wie viel Holz ich habe. Eigentlich kann ich ja die Hacke, könnte ich ja eigentlich wegtun, oder? Ja, ich habe genug Marmor, ich habe genug Stein eigentlich. Also dicke Steine, Holz. Holz kann ich immer gebrauchen, weil, wie gesagt, ne, bis das hier weg ist, das dauert. Also Holz kann ich immer gebrauchen. Gut, dann kann ich aber die Pike kann ich wegtun. Die kann ich definitiv wegtun. Das hier, ne, aus Langeweile kann man mal ein bisschen mit dem Schwertchen hier rumfuchteln. Das machen wir so. Gut.
gesagt, morgen ist die Brücke, also zur Gilde muss ich, dann muss ich zur Forschungsstation, einmal das zusammenbauen, einmal wegen dem Quest, dann Phyllis und Holzgenerell.